Wetter heute macht mich wahnsinnig. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig. Sonne kommt, Sonne geht, Sonne kommt, Sonne geht. Und ich habe die Softbox vor mir stehen. Man sieht es nur nicht, weil die Sonne so hell ist. Hallo ihr Lieben, heute soll es um das neue Buch von der lieben Niki gehen, Noelle und Noelle 3. Und dann habe ich noch eine kleine Info für euch zur Fuchsgeschichte. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wer mein Video My Week gesehen hat von Anfang Januar, der wusste schon, dass ich bei Noelle und Noelle 3 Testleser gewesen bin, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze vorab auf jeden Fall schon mitzulesen. Vielen Dank nochmal Niki an dieser Stelle auch. Und ja, was kann ich euch erzählen? Im dritten Teil begleiten wir ja immer noch Noelle und Noelle. Und ich fange mit der weiblichen Noelle an. Sie ist ja im ersten Teil von den Drachen quasi gerettet worden, weil sie irgendetwas Magisches und irgendetwas Besonderes an sich hat. Im zweiten Teil hat man ja dann herausgefunden, was für ein Fabelwesen Noelle denn eigentlich ist und dass sie die letzte ihrer Art ist und dass sie ganz, ganz besondere Fähigkeiten besitzt. Was sie jetzt genau für ein Fabelwesen ist, möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Das wäre ein zu großer Spoiler, deswegen lassen wir das mal lieber, falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt. Und ja, wie gesagt, Noelle ist bei den Drachen untergekommen. Sie hat sich wunderbar in die Welt und in die Gemeinschaft der Drachen eingegliedert und steht jetzt zu einem ziemlich großen Problem. Denn was zunächst mit zwei Dracheneiern begonnen hat, ist nun auf alle Drachen übergegriffen. Eine ganz, ganz mysteriöse Krankheit, wie gesagt, von der inzwischen alle Drachen befallen sind und niemand weiß, wie den Drachen geholfen werden kann. Und so begibt sich Noelle auf eine Reise, die sie ziemlich weit weg von den Drachen zu anderen Fabelwesen führt und sie versucht halt natürlich ein Heilmittel zu finden für die Drachen, was gar nicht so einfach ist. Und auf dieser Reise begegnet sie auch ihrer Vergangenheit und lernt auch noch einiges über sich selbst. Mehr möchte ich zur der weiblichen Noelle gar nicht sagen. Komme ich jetzt mal zum männlichen Noelle, denn wie gesagt, die Stränge laufen ja parallel ab. Noelle ist immer noch auf der Reise mit den Drachentötern, um sich halt für den Tod von seiner Freundin Isa zu rächen, begegnet dann aber während dieser Reise einem ganz, ganz besonderen Wesen, was ihm quasi aufrüttelt und was ihn wachrüttelt und ihm erzählt, was es eigentlich mit ihm auf sich hat, wer für was er eigentlich genau verantwortlich ist. Und dadurch überdenkt Noelle einiges auch nochmal und versucht von diesen Drachentötern wegzukommen. Die sehen sowas natürlich gar nicht gern und dadurch muss Noelle eine ziemlich heftige Strafe über sich ergehen lassen, um von diesen Drachentötern wegzukommen, und begibt sich dann allein weiter auf die Reise und ja, begegnet dann dort einer ganz, ganz besonderen Person. Mehr möchte ich zum männlichen Noelle auch nicht sagen, sonst verrate ich euch viel zu viel, das möchte ich nicht. Ich kann nur sagen, dass mir der dritte Teil wieder richtig gut gefallen hat. Ich fand die Handlung richtig gut, ich fand die ganze Richtung, in was sich das alles entwickelt hat, sehr, sehr gut gemacht. Also da hat Niki sich echt einiges einfallen lassen. Und ich fand auch die Charaktere wieder richtig gut. Ich finde gerade bei den zwei Hauptcharakteren, bei Noelle und Noelle, merkt man die Entwicklung auch, die die beiden durchgemacht haben. Gerade bei der weiblichen Noelle merkt man das ganz, ganz besonders, weil sie ja gerade am Anfang so Probleme mit sich und ihrem neuen Körper hatte und mit ihrer eigenen Person, um sich überhaupt wiederzufinden. Und ich finde, das hat Niki auch wirklich ganz, ganz toll gemacht und ich mag die beiden Noelles total gern. Und was am Ende bei dem männlichen Noelle passiert ist, fand ich auch richtig, richtig schön, fand ich richtig gut. Und ich bin auf jeden Fall jetzt auf den vierten Teil gespannt und wie das Ganze am Ende ausgeht, denn ja, die Entwicklungen, die hier in dieser Geschichte passieren, sieht man so nicht wirklich kommen. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ansonsten vom Setting her befinden wir uns immer noch in dieser High-Fantasy-Welt. High-Fantasy heißt ja immer so ein bisschen so eine mittelalterliche Welt. Und es gibt halt, wie gesagt, hier Drachen und andere Fabelwesen. Und dann gibt es dort Hexen und Zauberer. Und ja, es ist einfach eine richtig coole Welt, die Niki da erschaffen hat. Und ich kann sie mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ich konnte auch in die Geschichte wieder richtig gut eintauchen. Und ja, es hat einfach wieder Spaß gemacht, die Geschichte weiterzulesen. Und ich freue mich dann, wie gesagt, auf den vierten Teil, wenn er dann erscheint. Ich weiß nicht, ob Niki das dieses Jahr noch hinkriegt oder nicht. Sie hat sich daher einiges an Buchprojekten vorgenommen. Also wenn ihr Fans von Niki seid, freut euch auf jeden Fall. Da kommt 2017 einiges. Und ja, ich kann zu Noelle und Noelle 3 nur sagen, dass es eine ganz, ganz tolle Fortsetzung zu den ersten beiden Teilen ist. Dass wir hier ganz, ganz tolle Wendungen in der Handlung haben, die man so nicht kommen sieht. Und ja, dass es mir richtig viel Spaß gemacht hat, das Ganze zu lesen. Und dass ich mich wirklich sehr auf den vierten und letzten Teil dieser Reihe freue. Und ich sehr gespannt bin, wie Niki das Ganze auflöst. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf die Fuchsgeschichte von Niki eingehen. Wie ihr wisst, durfte ich die Fuchsgeschichte ja vorab auch als Testleser mitlesen und ich liebe die Fuchsgeschichte einfach. Ich finde die Geschichte um Maikaila und ihren Fuchsgeist Reinicke einfach ganz, ganz toll.
Und wenn ihr Fans der Fuchsgeschichte seid, dann freut euch auf jeden Fall auf den 4., 5. und 6. Teil, denn der hält auch noch einige Überraschungen für uns bereit und da passiert noch einiges. Und wer die Bücher noch nicht gelesen hat, schaut sie euch auf jeden Fall an, denn es sind kurze, knackige Geschichten von jeweils so um die 50, 60 Seiten. Und die kann man 1A zwischendurch mal mitlesen und es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte mit einer ganz, ganz tollen Welt. Wir haben ja nicht so eine typische High-Fantasy-Welt, sondern mich erinnert das immer eher so, kennt ihr den Film Bärenbrüder von Disney? Dieser Stamm von diesen Ureinwohnern, den es dort gibt. Und so in etwa ist die, stelle ich mir die Welt von Mike Heiler und Reineke vor. Und ich finde sie ganz, ganz toll. Und Niki hat hier eine ganz, ganz tolle Geschichte geschrieben. Und wenn ihr die Fuchsgeschichte noch nicht kennt, schaut sie euch auf jeden Fall an. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Genauso wie ich euch nur Noel und Noel empfehlen kann. Und ja, mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht sagen. Nur lest Noel 3 und lest die Fuchsgeschichte. Sie ist wirklich ganz, ganz toll. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.